Auf zur Quest. Mission erledigt, dann kann ich antworten, Jochen. Ja, danke schön, danke schön. Was für eine schöne Mission hast du denn gemacht? RDO? Online? Wahrscheinlich wieder irgendwelche Dailies, wa? Ah, Schwarzbrenner. Der Schwarzbrenner. Dein Ernst? So, wollen wir mal ganz kurz checken hier. Also, was haben wir denn hier so schön? So, Stürme das Sachsenlager. Das können wir natürlich machen. Werden wir auch, glaube ich, machen. Oh, ja, ich schon die ganze Zeit im Himmel reiten, ne? Dann machen wir das auch fertig. Wenn ich ja sowieso schon auf dem Weg bin. Ist es nicht schön, aus der Stadt raus ins Freie zu kommen? Hier ist es mir zu leer. Nichts zu hören außer den Vögeln und dem Wind in den Gräsern. Ich bin da. Wer noch? Erke, Stor. Bereit zum Angriff? Ich habe Vorbehalte. Das Spatzenherz hat Vorbehalte. Obwohl Mercia und West Sexe auf dem Krieg liegen, sind sie Christen. Wenn ich mit ihnen rede, könnten wir ein Blutvergießen vermeiden. Okay. Du kennst die Menschen dieser Insel besser als ich, Stowe. Ich vertraue dir. Danke, Eivor. Ich werde tun, was ich kann. Und falls nicht, Kopf ab. Kühne Soldaten, ich bin Stowe, Greve von Lunden. Dieser Däne an meiner Seite ist Greve Jasmin Emesine sagt... Optimist, das Glas ist halb voll. Pessimist, das Glas ist halb leer. Mama, wieso ist da kein Untersetzer? In Lunden leben wir in Eintracht mit Dänen zusammen. Ihr könntet das auch. Aber euer König teilt diese Ansicht nicht. Hallo Mienchen, schön, dass du da bist. Na, alles klar mit dir. Und reibt euch auf in einem sinnlosen Krieg. Einen wunderschönen Dienstag wünscht ihr. Und jetzt sollt ihr dafür sterben. Also beschwöre ich euch, in Gottes Namen, verlasst dieses Lager. Ich werde euch gute neue Beschäftigung in Lunden finden. Ihr seid gute Männer, treue Männer. Dieser Tag muss nicht euer letzter sein. Er hat recht. Die Dänen werden hierbleiben, ob wir wollen oder nicht. Warum jetzt sterben? Sei kein Idiot. Sobald du dein Schwert senkst, bringen sie uns um. Da redet kein Heide. Er ist ein Sachse. Ich glaube ihm wirklich. Auf, Leute! In Lunden wartet ein neues Leben auf uns. Das ist besser, als hier im Schlamm zu sterben. Um euch, Verräter, kümmern wir uns später. Die anderen! Angriff! Danke, mein Freund. Aber jetzt regeln wir das auf meine Art. Worte scheitern! Sprich das Eisen! Darf ich das gar nicht anheben? Nee. Scheiße! Du bist aus! Komm schon! Und tschüss! Hast du meinen Clip noch gar nicht gesehen? Ich hab extra noch mal einen Clip gemacht. Was ist denn los, Leute? Soll ich das Discord wieder schließen? Wird uns keiner benutzt.
Mann, ich will mal blocken, aber ich muss da ausweichen. Nach dem blauen Angriff. Dampfen. Okay. Hat er gar nichts gemacht? Das Lager gehört uns. War doch nicht so schwer, oder Stowe? Jeder Tote ist ein Toter zu viel. Jetzt muss ich noch Fulkes Vorräte vernichten. Was war das denn gerade? Der stand einfach bloß blöd rum. Gar nichts gemacht. Der voll Nupp. So viele Tote. Erke, haben wir das Richtige getan? Zu Hause können wir dem Gesetz folgen. Hier draußen haben wir nur unser Schwert. Und Minchen, was sagst du zum Clip? Dran vorbei. Der Clip sagt nichts Neues. Aber die Überschrift bestimmt, oder? Hat der Clip nicht eine super geile Überschrift? Da. Die wollen, dass ich an die Leiter rangehe. An die Leiter soll ich. Ja. Dann sagen die das denn nicht gleich? Dann muss ich den doch erstmal loswerden, oder? Ja, easy. Wenn man genau hinhört, sieht man, hört man das sogar, warum das kaputt gegangen ist, ne? Musst du nur ein bisschen lauter machen. Aber man hört's. Sieh mal nach, Sühnen. Ja, die Vorräte zerstören, aber wo sind denn die Vorräte? Was genau soll ich hier zerstören? Einfach nur die Häuser, oder? Hier so?
Hilf mir. Sei meine Augen. Geht hungert auf der Weltkarte? Nö, da oben. Hä? Warum ist denn das jetzt nicht anvisiert? Jetzt die. Warum ist die Quest nicht aktiviert? What the fuck? Was ist das denn? Ach, weil das schon wieder mehrere Sachen sind, oder was? Kann ich mir aussuchen, oder wie? Ich mit Basin? Ich mit Soma? Ich glaube, das ist mal eine andere Idee und jetzt ein Affen. So, Minchen, so. Ich nehme mal an, den Clip hast du dir jetzt angeguckt, ne? Du hast es ja gehört. Du hast bestimmt auch den Titel vom Clip gelesen. Hast du denn noch irgendwelche Fragen diesbezüglich? Nö, alles geklärt? Super. Super. Nicht da so einfach hoch? Nee, ne? Vermute man nicht. Ne. Das heißt, ich muss irgendwie nach oben. Vielleicht dahin. Kann ich auf den Baum hier? Überblicke das Land, Freundin. Ja, aber wie kann ich das machen? Darf er hier nirgendwo hochklettern? Hä? Warum? Hat doch keiner gefragt, warum. Du bist die erste Person, die fragt, warum. Hä?
Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Kam irgendein Text hier bei mir nicht an oder so? Ja, das habe ich ja gestern schon gesagt, ne? So alt ist das noch gar nicht. Ich glaube ein halbes Jahr oder so. Aber man kann hören, wie sich das selber übersteuert und dann einfach kaputt geht. Ja, du hörst ja den Ton, der immer lauter wird und dann irgendwann ist es weg. Dadurch, dass ich ja diesen Filter drin habe, kam das wahrscheinlich bei euch auch gar nicht so laut an. Also man hört es ja auch im Clip, dass es nicht so laut wird, das Geräusch. Aber ich schätze mal, ohne den Filter, den ich im OBS drin hätte, wäre das Geräusch noch lauter gewesen. Kann ich einfach so ranschießen? Ich weiß nicht, wie lange auf den Ding Garantie ist, keine Ahnung. Was kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung. Wie reicht das denn? Wie lange habe ich das jetzt, ne? Letztes Jahr, Dezember oder November? Weiß ich gar nicht. So hundertprozentig weiß ich das nicht. Minchen hat doch so ein gutes Gedächtnis. Weißt du, seit wann ich das Mikrofon habe? Endlich ist der Schüssel kaputt hier. Irgendein Versteck. Zeig mir, was vor uns liegt. Zum Gucken. Jip, jip. Dann gibt's denn hier nur so eine komischen Dinger, wo man hier gegen Soldaten kämpfen muss immer. Nichts Normales mehr. Kannst du mal. Okay. Ich gerade selber verletzt. Das kitzelt. Ja, kitzelt total. Ich tu mal aufgehoben.
Ah, da jetzt. Immer auf K. Alles klar. Jasmin, weißt du denn noch, wann ich das Mikrofon bekommen habe oder wann ich es das erste Mal benutzt habe oder so? Hm. Ach, guck mal, die warten da drüben noch alle auf mich. Nix mitbekommen. Am Säcke. Nö, hab geguckt, ob du da was... Was? Wonach hast du jetzt genau geguckt im Discord? Ich glaube nicht, dass ich das geschrieben hätte. Wüsste ich jetzt zumindest nicht, dass ich das getan hätte. Nee, ich weiß nur, dass ich das irgendwann anhatte und dass ich dich gefragt habe, wie das klingt. Und du meintest, das klingt deutlich besser als das Headset, was ja jetzt gerade wieder an ist. Weil das hier brauche ich eigentlich nicht. Ja, wegmachen. Werde ich auch nachher abschrauben. Hab mir auch schon ein neues ausgesucht. Danke, dass du fragst und Interesse zeigst. Ist der oben oder unten der Schatz? Bestimmt unten. Am 17.8. Jetzt den alten Chat nochmal hochgescrollt, ja. Oh, da steht jemand. Was? Die neue Losung lautet Apfel. Was? Ja, bestimmt erst bestimmt eine Woche später oder so. Das neue Mikro ist ja auch schon im Warenkorb drin.
muss das nur noch bestellen. Ich werde mir jetzt einen Waren, also ich werde mir jetzt ein neues Mikro holen, auch einen neuen Arm. Weil der Arm ist kacke hier. Naja, du, ich weiß nicht, ob du das siehst, wahrscheinlich nicht, aber hier, da ist so ein Ding drin, was du halt so auf- und zuschrauben musst, um das bewegen zu dürfen. Und ich will aber so einen Arm haben, wo dann hier diese Federn dran sind, weißt du? Wo du den dann so frei bewegen kannst, so wie bei diesen Tischlampen, weißt du? Tinta? Nenne die Losung oder stirb auf die Dinge. Wie heißt die Losung? Was? Mach einfach auf. Nein, so geht das nicht. Du musst auf jeden Fall die Losung sagen. Wanz. Geh mir aus dem Weg. Posurda! Ist es Apfel? Ja! Willkommen, geschätzte Kundschaft! Reisende, willkommen im kleinen Schwarzmarkt! Sieh dir unsere üppigen Schätze an! Schwarzmarkt? Was habt ihr denn da? Eine bunte Muschel? Wo sind die Schätze? Ich sehe keine. Das glaubst du vielleicht. Doch diese drei Gegenstände hier sind wahre Schätze. Wir haben den besonderen Schuh, eine Muschel in allen Farben und einen versteinerten Wurm. Und was willst du dir ansehen? Der versteinerte Wurm ist doch bloß ein Ass, Alter. Dieser versteinerte Wurm sieht aus wie ein Stock. Das liegt daran, dass dieser Wurm 80 Trillionen Jahre alt ist. Jeder, der ihn bei sich trägt, wird ewig leben. Es sei denn, man verliert ihn. Dann verwandelt man sich in ein Häufchen Staub. Das klingt nach einem mächtigen Zauber. Ich nehme ihn. Mögest du leben, bis der Mond vom Himmel fällt. Sonst irgendwas? Den Schuh. Okay, da kommt noch nicht mal ein Text oder so. Schade. Gut, ich nehme ihn. Vergiss nicht, das Papier darin gibt's gratis dazu. Unschlagbare Angebote im kleinen Schwarzmarkt. Sonst irgendwas? Die Muschel sieht hübsch aus. Sie enthält das ganze Meer. Wirklich. Im Ernst? Das scheint mir unwahrscheinlich. Halte sie einfach an dein Ohr und du wirst es selbst hören. Klingt überzeugend. Ich will sie. Ja, noch ein Verkauf. Du hast all meine Schätze gekauft. Tausend Dank. Ich bin sicher, dass sie ihren Preis wert sind. Mach's gut, Kleine. Seltsam. Auf dem Papier in dem Schuh steht etwas. Vielleicht ist dieser Schuh doch ein Schatz. Oh, sieh dir nur all das Silber an. Du hast alles verkauft. Sag ich doch. Bring nächstes Mal den Zahn deiner Großmutter. Dafür kriege ich ein Vermögen. Wo kommt eigentlich Kirchenmusik bei den zwei Kids? So, alter Schuh. Ohne einem einbeinigen Kobold gestohlen. Er gewährt jedem einen Wunsch, der einen Sick tanzen kann. Langbraun, stockig. Und die bunte Muschel. Schatzhortkarten. Die muss man aber auch selber finden, ne? Also die kann man nicht eintragen lassen in der Map. Muss ich mal im Internet gucken, vielleicht finde ich da irgendwas. Ja, guck mal, ich habe noch fast 27.000, ja. Und die Kinder freuen sich über die 100 Silber. Sag mal,
diese Tungstenbarre, ne? Wo finde ich die? Oder kann ich die irgendwo kaufen? Oh, mal schnell die Schnapszahl weggemacht. Sehr gut. Danke, Sandja, für den Lurk. Na, weil dann müsstest du die kaufen können? Also ich war gestern beim Schmied. Der hat mir nichts angeboten und die Warenhändlerin hat mir auch nichts angeboten. Zumindest nicht bei mir im Dorf. Ruhelose Träume. Aber die bekommst du nur bei dem Plünder mit Schiff oder so ähnlich. Ja, da kriege ich ja aktuell nur die Rohstoffe, glaube ich. Wie gesagt, vielleicht muss ich auch die Händlerin nochmal upgraden oder so. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich hier was finde, ist das meistens nur das normale Zeug, ne, das Silber. Oder das Bronzezeug. Ja, du meinst jetzt schon Brandschatzen, oder Sandja? Wo du mit dem Schiff denn plündern gehst, so die Städte plündern gehst? Ja, da kriege ich aber nur Vorräte oder Rohstoffe. Kriege ich die hier. Rohmaterial und Vorräte. Und ab und zu auch mal Kupfernickel und Kohlebarren oder so. Oder Titan. Aber diese Tungstenbarren, die habe ich, glaube ich, einmal habe ich 3 Stück gehabt oder so. Die habe ich aber alle von irgendeine Quest oder so bekommen. Glaube ich. Oder halt bei so einem Weltereignissen habe ich die bekommen. Ich meine, ich habe ja noch nicht mal Bewaffnungen. Ich weiß nicht mal, was das ist. Oh, die Waffenkammer. Okay. Muss ich vielleicht mal machen, die Waffenkammer. Auf Max-Level. Das ist nicht Max-Level, was ich haben kann, maximal. Meins gerade. Ach da, 5 von 6. Oder was? Okay. Geht sich auf eine extra Map ab. Okay. Ja, das hatte ich ja bisher noch nicht.
das nicht DLC? Oder war das so ein Free Update? Ist es das, was Mädchen die ganze Zeit möchte, dass ich das mache? Flussraub, ist es das, ja? Weiß ich nicht, dürfte meiner Meinung nach kein DLC sein. Also wenn ich meine Sachen auf mystisch upgraden möchte, dann muss ich mal langsam dieses Flussraubzeug machen. Na gut, okay, okay. Habt ihr mich überzeugt? Lass uns mal gucken, wie wir jetzt hier diesen Ort plündern können. Danke für dein Glück. Also. Da komme ich nach oben. Hier darf ich nicht rüber. Hier ist eine unsichtbare Wand oder sowas. Man nur von da oben rüber. So, und was mit dem Ding hier? Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Tot. Ein Shortcut. Okay. Was ist das? Was denn? Was ist was? Was, was, was? Soll ich hier reingehen? Ach, da drüben. Lol, gar nicht gesehen. Okay.
Wieso? Also wenn ich mir so den Rand angucke, ne, dann sehe ich ja, dass hier das Holz ein bisschen höher ist, hier auch das Holz ein bisschen höher ist. Das heißt, die wollen, dass ich das Ding da raufschubse. Aber warum? Ach, um den da raufzuziehen damit. Eivor, alles gut? Softlock. Wir haben ein Softlock. Kannst du es aufhören? Oh, was haben wir hier schon mit? So mitnehmen? Als ob. Als ob der den einfach so mitnimmt, ey. Verschlossen. Der Schlüssel ist hoffentlich nicht weit. Abwasserkanäle, na toll. Na toll. Kleine Truhe. Wir brauchen jetzt also den Schlüssel. Und dann... Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ne? Geht das? Was ist denn der Schlüssel? Ach, guck mal, da ist er ja schon. Verlorene Schlüssel.
Und jetzt? Der Seite überhaupt. Oder hier. Okay. Dann machen wir es hier. Ist auch okay. Aber was bringt mir jetzt der Schlüssel? Nicht zu schwer jetzt? Oh ne, okay, cool. Also war doch nicht der Stein. War der hier, okay. So, 1 von 5. Na immer. Dinge brauchen irgendwie. Den darf ich sowieso nicht benutzen, ne? Weil hier unten haben wir ja auch wieder Holz erwartet sein, so Stein. Von daher kann der da stehen bleiben, okay. Also irgendwas müssen wir hier oben machen. Wir haben wieder den Shortcut freigeschaltet. Oh, da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Von hier sind wir doch gekommen, gell? War das hier nicht der Eingang? Shortcut? Moment, ich brauche noch mal kurz Luft. Thank you.
echt lange die Luft anhalten, ne? Was aufgegangen oder zu. Das Ding hier, wa? Das ist nach oben gegangen, okay. Mit den Plattformen könnte ich rüberkommen, falls ich sie bewegen kann. Der Köcher in Weiß. Muss ich vielleicht irgendwas abschießen? Bin mir nicht sicher. Der Dungeon ist echt riesig. Weiß schon gar nicht mehr, wie der Anfang aussah. Habe ich vorher nicht gesehen, weil... Ist da unten irgendwas? Welche Seite nehme ich denn jetzt am besten? Die Seite kann ich nicht nehmen, oder? Hier unten eigentlich. Gar nicht. Oh.
zerstört. Und warum? Aha. Gibt's eigentlich noch irgendwelche Streaming-Gimmicks, die ich irgendwie brauche, die ich gleich mitkaufen kann oder so? Wo ist das neue Mikro? Tatsächlich.